Seit meinem ersten Video mit dem Raspberry Pi, in dem ich so ein paar Desktop-Distros für den Pi gezeigt habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich den Pi in meinem Heimnetzwerk einsetzen kann, beziehungsweise was kann ich tun, um diesem Gerät einen sinnvollen Nutzen zuzuführen, und habe da sehr interessante Anwendungszwecke gefunden. Ich werde dir in diesem Video zeigen, wie du auf dem Raspberry Pi beziehungsweise auf einem frisch installierten Raspberry Pi OS gewisse Dienste und Server installieren kannst, die dein Heimnetz bezüglich des Internetzugangs entweder beschleunigen, wo du vielleicht auch eine Webseite drauflaufen lassen kannst, oder wenn du in dem Tor-Netzwerk unterwegs bist, wie du dort vielleicht deine eigene Domain errichten kannst. Die einzelnen Zeitstempel für die einzelnen Server sind jetzt eingeblendet. Damit das Ganze funktioniert, brauchst du natürlich den Raspberry Pi selbst, und in diesem Fall wählen wir das Raspberry Pi OS Lite. Wir möchten keine grafische Oberfläche haben, weil diese für diesen Anwendungszweck auch gar nicht erforderlich ist. Das wäre dann das hier. Ist in der Downloadgröße 432 Mega. Ausgepackt ist es ein bisschen mehr. Sagst dir Download Zip, Datei speichern. Je nachdem, wie schnell deine Internetleitung ist, kann das einen Moment dauern. Ich kann dir sagen, dass im Moment mein Internetzugang bereits über den Raspberry Pi läuft. Das ist meine ResolveConf in /etc. Diese läuft bereits auf dem Pi. Das ist die IP-Adresse, die er da zugewiesen bekommen hat. Das bedeutet also, Namensauflösung läuft über das Gerät bereits. Einen Webserver habe ich mit Apache 2 auch schon auf dem Pi laufen, über die lokale Adresse hier erreichbar. Da werde ich noch ein paar andere Dinge hier intern bei mir im Netzwerk mit tun. Und einen Proxy-Server habe ich hier auch schon am Laufen. Verbindungseinstellungen hier unten über den Port 3128. Da läuft der Squid bereits drauf. Nice. Was ich dir sagen kann, dass das jetzt in der Zeit, in der es läuft, bereits schon eine merkliche Verbesserung der Geschwindigkeit im Internet verursacht hat. Wie das Ganze funktioniert, wirst du jetzt in diesem Video sehen. Hier ist die Datei jetzt heruntergeladen, und das ist die extrahierte Datei. Diese hat eine Größe von 1,9 GB. Wie schon in dem anderen Video erwähnt, ist es jetzt notwendig, dass du dieses Image, dieses Abbild, auf die SD-Karte für den Raspberry Pi bringst. Das geht entweder mit dem Raspberry Pi Imager, den habe ich hier, das ist dieser hier, oder du schiebst die SD-Karte in einen SD-Kartenleser an deinem Gerät und machst das über das Terminal mit DD. Das werde ich jetzt mal tun. Einmal kurz die SD aus dem Pinephone rausholen. So, das Kärtchen ist im Laser. Ich muss mal kurz gucken, welches Device das ist. In diesem Fall SDG. Alles klar, ich gehe in meinen Downloads-Ordner. Sudo DDIF gleich 2020. In dem Fall ist es light.img. OF ist DevSDG, das haben wir gerade gesehen. BS, ich sag mal 8 Millionen. Und Status ist Progress. Dann weiß ich genau, was passiert. Ich werde das Image jetzt auf die SD-Karte bringen und anschließend den Raspberry Pi damit booten. Ich werde kurz eine Konfiguration vornehmen. Da muss ich Raspi Config aufrufen, die Netzwerkeinstellungen vornehmen und das SSH einschalten, damit wir uns von diesem PC aus auf den Pi schalten können. Bin sofort wieder da. 2000 years later. Der Raspberry Pi ist jetzt soweit gebootet. Ich habe ihn mit Raspi Config so konfiguriert, dass er momentan eine WLAN-Verbindung hat. Das hat ihm natürlich eine IP-Adresse gegeben. Und den SSH-Service habe ich auf dem Gerät auch eingeschaltet. Der ist nämlich notwendig, damit du über ein normales Linux-Terminal oder auch über eine Windows-Maschine oder sogar ein Mac per SSH auf das Gerät zugreifen kannst, damit du die entsprechenden Tools, Programme, Services installieren und konfigurieren kannst und gegebenenfalls diese Services neu starten oder auch den Pi selbst neu starten kannst. Dafür brauchst du das. Das kannst du natürlich später abschalten, wenn du dies nicht möchtest, aber für die Einrichtungen, die wir jetzt vornehmen, ist es eklatant wichtig, egal welchen Service du davon installieren willst. Wir fangen also an mit dem DNS-Server. Dazu sagen wir SSH und dann Pi, das ist der Standardnutzer, add, und dann die IP-Adresse, die dem Gerät zugewiesen wurde. Das ist in meinem Fall die 67 auf dem WLAN. Jetzt wird er mich fragen, ob ich diesem Server vertraue, beziehungsweise dem Schlüssel. Ich sage hier Yes und gebe das Standardpasswort ein, das in diesem Fall Raspberry ist. Das habe ich in dieser frischen Installation nicht geändert.
Ich bekomme diese Welcome Message hier zu sehen und kann anfangen, das Ding nach Herzenslust einzurichten. Für den DNS-Server werden wir den Service DNS Mask mit einem Q am Ende verwenden. Der hat in meinen Tests am besten funktioniert und ist auch am einfachsten einzurichten. Zunächst einmal sudo apt-update, damit alles auf dem neuesten Stand ist. Und ein sudo apt-upgrade, um alle Pakete zu aktualisieren, die es zu aktualisieren gilt. Da sagen wir sofort yes. Soweit ich das beurteilen konnte, wurde irgendwann sogar ein neuer Kernel installiert. Da kann es jetzt also notwendig sein, dass wir einmal einen Reboot auf dem Gerät machen. Das Update ist erledigt. Ich habe da auch gerade was von dem Kernel gesehen. Momentan läuft hier der 4.19er. Genau, wenn wir aber mal hier in ls, lib und modules gucken nach diesem Update, dann haben wir nur noch 5.4er. Das heißt, wir werden das Ding jetzt einmal neu starten. So, ist wieder hochgefahren. Ich sollte in der Lage sein, mich dort jetzt anzumelden. Geht auch. Jetzt gucken wir mal, uname-r und ein 5.4er Kernel ist installiert. Excellent. Sudo apt install dnsmask. Mit einem Q. Ich möchte diesen installieren. Da wird auch gleich schon ein Service hier installiert. Ein System Service, den du später einschalten kannst, wenn du feststellst, dass alles funktioniert. Aber bevor wir diesen DNS-Server einschalten, werden wir diesen noch ein bisschen konfigurieren. Sudo nano etc dnsmask.conf. Das ist eine standardmäßige Konfigurationsfile, wo wir ein paar Dinge vornehmen müssen, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert, wie wir das haben wollen. Diese Zeile hier, ich habe sie gerade gefunden, hier, Domain Needed, das werden wir mal auskommentieren. Diese definiert, dass eine Internetseite, also eine Anfrage, die nach extern gehen soll, auch einem Domainformat entsprechen soll, wie google.com oder youtube.com, 1&1.de, sowas in der Art. Für interne Domains, wenn du irgendwelche Server hast, die eigene Namen haben, dann wird keine DNS-Anfrage nach außen gestellt, sondern das bleibt hier auf diesem Rechner. Das ist schon mal sehr wichtig. Und die nächste Option, bogusprev, die werden wir auch mal auskommentieren. Ganz einfach gesagt bewirkt diese Option, dass das Setup, das Design deines internen Netzwerks bzw. die IP-Adressen niemals in die Außenwelt gelangt. Das wollen wir natürlich haben. Deshalb das auch mal einschalten. Ich suche nach einer Option, die heißt No Resolve. Hier ist sie. Das bitte auch auskommentieren, weil das diesem DNS-Server sagt, dass er die lokale Resolve-Conf nicht berücksichtigen soll, wenn DNS-Anfragen gemacht werden. Die nächste Option, die wir suchen, ist diese hier mit Server gleich LocalNet und so weiter. Das werden wir gleich mal alles löschen, das brauchen wir nicht. Hier werden wir IP-Adressen von DNS-Servern eintragen, von denen wir wissen, dass sie im Internet funktionieren. Zum Beispiel der von Google ist 4x8 oder auch Server ist 4.4. Du kannst natürlich jeden anderen DNS-Server hier eintragen, wenn du möchtest, zum Beispiel OpenDNS oder was auch immer. Das ist dir überlassen. Ich werde jetzt einfach beispielhaft die Google-Domain-Server hier reinschreiben, damit wir etwas haben, das funktioniert. Nächste Einstellung, die wir suchen, ist Cache Size. Standardmäßig 150 ist ein bisschen wenig. Ich habe das bei mir auf 1000 gestellt. Was bewirkt diese Einstellung? Die besagt, dass 1000 einzigartige DNS-Abfragen im Cache bzw. auch im Speicher gehalten werden sollen. Was auch dazu beiträgt, dass die Zeit, die benötigt wird für eine DNS-Abfrage, gedrückt wird. Ja, also 1000 ist hier ein relativ guter Wert. Bedenke bitte, je höher du diesen Wert stellst, umso mehr Einträge werden natürlich auch gespeichert. Aber es kann auch die Leistung des DNS-Servers beeinträchtigen. Das kommt jetzt auf den Use Case an, aber 1000 ist eigentlich schon ein guter Wert für einen normalen Haushalt. Also ich würde da jetzt nicht wirklich unbedingt höher gehen. Das sind auch schon alle Einstellungen, die wir hier vornehmen sollten für den Anfang. Es gibt viel mehr hier einzustellen, aber für eine absolute Basisfunktion reicht das erstmal aus. Wir gehen da jetzt raus und wir sagen sudo systemctl, systemcontrol, restart, dnsmask. Jetzt läuft der DNS-Server auf dem Raspberry Pi und wir können das auch gegenchecken, indem wir einfach ein Tool installieren, das die Funktionalität dieses Servers testet. Sudo apt install DNS-Utils. Mit dem Befehl dig können wir schauen, ob die Anfrage funktioniert. Dig markus-s.de at localhost, das heißt, ich möchte den lokalen Rechner als DNS-Server dafür verwenden. Ja, das funktioniert. Wir haben alle Einträge hier bekommen, das ist soweit richtig. Dieser DNS-Server ist also jetzt in voller Funktion. Du könntest jetzt also auf deinem eigenen Rechner hier hingehen. Sudo nano, meinetwegen, jetzt könnte ich das ändern, resolve.conf. Und könnte das hier auf die 67 ändern,
damit dieser DNS-Server jetzt hier bei mir aktiv wird und hätte jetzt wieder eine Namensauflösung im Internet. Ich schalte mal kurz bei mir den Proxy hier im Firefox ab und teste, ob alles geht. Ich gehe mal auf mein GitHub. Ja, das funktioniert. DNS-Auflösung ist also jetzt schon mal vorhanden, läuft über den Raspberry Pi und wie du gesehen hast, ging das schon recht schnell. Und wenn du willst, dass dein DNS-Server beim nächsten Boot automatisch gestartet wird, sagst du sudo systemctl enable DNS-Mask. Beim nächsten Reboot wird also dein DNS-Server jetzt auch mit gestartet werden. Diese Anleitung hier zum Aufsetzen des DNS-Servers werde ich dir natürlich in die Infobox verlinken, sowie auch weiterführendes Material für DNS und wie man den DNS-Mask konfiguriert. Dann installieren wir uns jetzt einfach mal einen Proxy-Server. Was ist ein Proxy-Server? Das ist im Prinzip ein Mittelsmann, der es dir erlaubt, mit LAN-Geschwindigkeit im Internet zu surfen. Das macht er, indem immer wieder auftauchende Webseiten, die du ganz oft besuchst, wie zum Beispiel Facebook oder so, oder vielleicht YouTube oder was auch immer, in einem Zwischenspeicher auf dem Raspberry Pi speichert, dir diesen Inhalt liefert und dann nur noch die Veränderungen dir übergibt. Wir sagen hier sudo apt install squid und müssen diesen auch leicht konfigurieren, damit der Proxy-Server im Netzwerk funktioniert. Standardmäßig ist das nicht der Fall. Auch hier gibt es eine Konfigurationsdatei, bei der wir festlegen müssen, dass alle Rechner in deinem Netzwerk Zugriff auf diesen Proxy-Server haben. Sudo nano etc squid squid.conf. Das ist die Standard-File. Erste Einstellung ist der Port, auf dem dieser Server laufen soll. Standardmäßig ist das die 3128. Das kannst du natürlich ändern, wie du möchtest. Ich habe den Standard bei mir so gelassen und das funktioniert einfach. Da Squid natürlich am Anfang nicht weiß, wie es sich in deinem Netzwerk verhalten soll, gibt es dir hier so ein paar Vorschläge und ich schlage vor, einfach das mal alles auszukommentieren und nur folgende Zeile da reinzuschreiben. Die habe ich hier schon kopiert. ACL LocalNet Source, das ist die, sagen wir mal, eine Liste, die definiert, wer was darf. Bei mir ist es dann hier noch die 178, das könnte in deinem Netzwerk ein bisschen anders sein. Punkt 0 für alle slash 24, damit alle Rechner in deinem Netzwerk Zugriff auf diesen Proxy-Server haben. Hier gibt es noch eine Zeile, die heißt HTTP Access Deny All, das heißt HTTP-Zugang für niemanden, das wollen wir aber nicht, wir wollen ja, dass das so funktioniert, Allow All. Damit haben alle Rechner jetzt endgültig Zugriff auf diesen Proxy-Server und können anfangen, über diesen Server dann zu surfen. Das ist schon mal ziemlich cool. Mit Squid kannst du auch ganz tolle Sachen machen, wie alle Werbung im Internet blocken und so. Ich verlinke dir weiteres Infomaterial dazu. Ich werde dir das hier in diesem Video nicht zeigen, sondern nur, wie man den Proxy-Server hier aufsetzt. Wir speichern diese Datei, gehen raus und können auch diesen Service starten. Mit sudo systemctl start squid. Funktioniert. Und wenn du willst, dass dieser Service am Anfang gestartet wird, dann sagst du sudo systemctl enable squid. Damit wird der Service beim nächsten Boot gestartet. Nächster Punkt, der Webserver. Vielleicht möchtest du eine hausinterne Webseite haben, die nur für dein Haus gilt, wo man Bilder drauf hat von der Familie oder so. Oder vielleicht entwickelst du irgendwas im Internet und möchtest deinen eigenen Webserver lokal haben. Kannst du auf dem Raspberry Pi natürlich tun. Das ist ganz einfach mit diesem Befehl hier. sudo apt install apache2-j, dann wird das direkt installiert. Installation ist fertig. Sollte jetzt auch schon direkt funktionieren, wenn wir also dahin gehen, 192.67, da ist die Apache 2 Webseite, die Standardseite, die dann installiert wird. Das bedeutet, der Service wurde bereits automatisch nach der Installation gestartet und genau wie bei deinen anderen Services kannst du jetzt natürlich dahergehen und diesen deinen Wunsch nach konfigurieren. Das Standardverzeichnis für die Webseiten ist war www.html. Hier drin ist diese Index-File, die wir gerade gesehen haben. Wir können mal kurz drauf gucken. Genau, das ist die hier. Apache 2 Debian Default Page. Das ist die HTML-Seite, die da gerade angezeigt wurde. Das ist jetzt wirklich nur ganz rudimentär Basic HTML-Zeug. Das ist in der heutigen Zeit natürlich nicht genug. Um dynamische Webseiten zu erzeugen oder gewisse Tools darauf laufen zu lassen, sollten wir im allerwenigsten Fall PHP installiert haben. Machen wir mit diesem Befehl sudo apt install PHP und die erforderlichen Apache-Module mit minus y dahinter wird gleich direkt mit installiert. Ich gehe jetzt nochmal in das Verzeichnis für die Webseite und sage sudo rm
-rf-index.html. Ich möchte diese Datei nicht haben. Ich sage sudo nano-index.php. Mit php-info können wir natürlich gucken, ob alles geht. Alles klar. Speichern. Wir gehen nochmal auf den Server drauf. Jawohl. PHP-Version 7.3.19, alles klar. Und PHP kann jetzt auf diesem Webserver ausgeführt werden. Das ist ziemlich cool und könnten also anfangen, unsere dynamischen Webpages darauf dann zu programmieren. Ich sage jetzt noch sudo systemctl enable apache 2. Dann wird der Webserver bei jedem Reboot auch gleich mit an den Start gebracht. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, MySQL mit PHP MyAdmin. Das ist dann nützlich, wenn du komplexere Apps wie WordPress oder so auf diesem Pi hosten möchtest oder vielleicht sogar deine eigene Webseite auf dem Pi laufen haben möchtest, dann solltest du das in jedem Fall tun. Wir brauchen dafür einige Pakete. MariaDB, das ist auch so eine MySQL-Geschichte, PHP 7.3-MySQL und der MariaDB Client 10.0. Das werden wir jetzt alles mal installieren. Later that same evening. Wenn also diese Installation von MySQL abgeschlossen ist, musst du den Pi neu starten mit sudo reboot. Wir werden jetzt den Rest installieren. Wir brauchen dafür eigentlich nur dieses Kommando hier. Install PHP MyAdmin. Yes, das möchte ich gerne machen. Es wird bei der Installation dieses Fenster hier auftauchen. Wir haben vorhin Apache 2 installiert, deshalb den auswählen, Leertaste mit Tab auf OK und weiter. Hier wirst du darauf hingewiesen, dass PHP MyAdmin natürlich eine Datenbank installiert haben muss. Das ist klar, sagst du hier OK. Hier sagst du einfach Yes. Und ein Passwort wird jetzt abgefragt für PHP MyAdmin. Also im Prinzip ist es das Passwort, was du brauchst, um dich in die Oberfläche einzuloggen, was idealerweise ein anderes sein sollte, als das, was du für den MySQL Server festgelegt hast. So, ich habe da jetzt mal eins eingetragen. Nochmal bestätigen. Danach läuft die Installation automatisch weiter. So, da ist es dann auch schon erledigt. PHP MyAdmin wird es nicht zulassen, dass du dich mit dem Root-Nutzer einloggst. Deshalb müssen wir einmal in die Textadministrationsoberfläche hier reingehen. Standardpasswort ist das Passwort vom Raspberry Pi oder das, was du irgendwann mal geändert hast. Wir sind also jetzt hier in der MariaDB und müssen festlegen, welcher Nutzer sich in PHP MyAdmin anmelden darf. Das machen wir mit diesem SQL-Befehl hier, grant all privileges on und so weiter. Username ist also der Nutzername, der das machen soll, in dem Fall sagen wir mal Pi. Und bei Password hier schreibst du das Passwort deiner Wahl rein. Der Nutzer Pi darf sich jetzt mit dem von mir festgelegten Passwort dort anmelden. Und damit das Ganze auch funktioniert, werden wir eine Änderung in der Apache 2 Conf durchführen müssen, und zwar ganz ans Ende der Datei werden wir hingehen und eine Zeile hinzufügen, namentlich diese hier, include, slash etc und so weiter, alles was hier drin steht, das müssen wir am Ende noch einfügen, Steuerung O, speichern oder welchen Editor du auch immer verwendest. Jetzt sind wir raus, einmal kurz den Apache neu starten und PHP MyAdmin sollte jetzt verfügbar sein, ja, ist auch tatsächlich der Fall. Ich kann mich jetzt hoffentlich mit dem Nutzer, den ich vorhin erstellt habe, anmelden mit dem Pi. Und das funktioniert. Jetzt hast du auf deinem Raspberry Pi ein PHP MyAdmin mit SQL-Datenbank und einem Pipapo und kannst auch professionelle Entwicklungsarbeiten auf dem Gerät problemlos abbilden. Zu guter Letzt möchte ich dir noch zeigen, wie du mit dem Tor-Netzwerk, also dem Netzwerk, mit dem du anonym dich im Internet bewegen kannst und auch gewisse versteckte Internetadressen ansurfen kannst, wie du innerhalb dieses Netzwerks deine eigene .onion-Adresse erstellen kannst. Das ist insofern vielleicht für dich interessant, wenn du eine normale Webseite hast, aber auch deinen Besuchern Anonymität gewähren möchtest, dann wäre es vielleicht hilfreich, wenn du einen solchen sogenannten Hidden Service bei dir hast. Du brauchst dafür eigentlich im Wesentlichen erstmal nur Tor installieren. Da hast du schon alles in der Tasche, was du brauchst. Und als nächstes müssen wir eine Konfigurationsdatei verändern, die besagt, dass du einen solchen Hidden Service überhaupt haben möchtest. Ja, das ist die Tor-RC. Hier gibt es nämlich einen Teil, der heißt Hidden Service Dir und Hidden Service Port. Hier legst du also fest, wo genau die Informationen gespeichert werden sollen für deinen Hidden Service. Da wird dann auch ein Schlüsselpaar erstellt, ein öffentlicher Schlüssel und privater Schlüssel. Daraus wird dann eine Onion Domain errechnet, die sich dann in diesem Ordner hier befinden. Das solltest du idealerweise dann auch so lassen. Und hier definierst du, dass auf der .onion Domain auf Port 80 diese lokale Webseite abgerufen
werden soll. Und das kannst du natürlich, wenn du vorhin das gesehen hast, mit dem Webserver installieren, wenn du hier einen anderen Port dafür hast, meinetwegen Port 90 oder so, dann musst du das hier reinschreiben. Im Moment ist es hier der Port 80 und das werden wir auch so lassen. War LibTor Hidden Service, da werden die Informationen gleich reingespeichert. Da Steuerung O speichern. Sudo mkdir var libtor Hidden Service, das kann auch jeder andere Ordner sein, den du möchtest. Als Beispiel lasse ich das jetzt mal so. Jetzt haben wir gerade den Ordner für den Hidden Service erstellt. Geh mal rein als var lib. Weiter kommen wir nicht. Sudo su, damit wir alles sehen. Ganz kurz. Bup. Hier der Tor, der hat diese Permissions hier. Ja, wir gehen da jetzt auch mal rein. Tor. Und lassen uns hier alles anzeigen. Der hat die falsche Konfiguration. Das werden wir ändern mit chown. Mit Bindestrich bitte. So, ls-al. Alles klar, das hat jetzt soweit geklappt. Eine Sache müssen wir noch ändern. chmod 700 Hidden Service. Genau, weil da soll ja nicht jeder reingucken können, nicht? Bei der Installation wurde wohl der Tor schon gestartet. Das wollen wir nicht. Deshalb werden wir den einmal beenden. So, und jetzt sagen wir Tor. Jetzt fängt das Ding an, hier loszubrettern, eine Verbindung ins Tor-Netzwerk aufzubauen. So, 100% fertig, verbunden mit dem Tor-Netzwerk. Ich habe jetzt einen zweiten Tab aufgemacht, weil der Tor hier in diesem Tab immer noch läuft. War lib Tor. Ich gehe da jetzt mal rein und dann in den Hidden Service. Wir sehen, dass ein Public Key erstellt wurde und ein Secret Key, das ist dieser Private RSA Key, den man für die Kommunikation braucht. Und hier ist die File Hostname. Da können wir jetzt mal reingucken, um herauszufinden, wie genau unser Hostname heißt. Der ist sehr lang und kryptisch. Das müsste man im Prinzip jemandem schicken. Das kann sich eh kein Mensch merken. Das ist ein neues Sicherheitsmerkmal, dass die Domains da ein bisschen länger sind. Ich habe jetzt auf meiner Maschine hier auch mal den Tor installiert und angestartet und mir einen anderen Browser installiert, damit wir schnell gucken können, ob das alles funktioniert. Proxy-Konfiguration, manuelle Konfiguration, es ist ein SOX 5. Da gibst du jetzt die IP von dem Raspberry Pi an. Ich bitte um Verzeihung, da muss man natürlich die Localhost-IP eintragen, weil der hier natürlich auch auf meinem Rechner hier läuft. Also 9050 auf dem eigenen Rechner. Jetzt sagt man hier Apply, okay. Und wenn ich jetzt hier die Domain eingebe, dann sollte ich das sehen. Da erscheint das PHP-Info von meinem Apache-Webserver im Tor-Netzwerk unter der .onion-Domain, die für mich errechnet und erstellt wurde. So einfach ist es, dort im unbekannten Teil des Internet auch eine Domain aufzustellen. Da gibt es auch andere Dinge, die man tun kann, wie zum Beispiel eine eigene Domain hier berechnen mit Hashes und so weiter. Das werde ich jetzt hier in diesem Video dir nicht zeigen. Trotzdem hoffe ich, dass du mit diesem Video so einen kleinen Einblick in das bekommen hast, was mit einem Raspberry Pi so alles möglich ist. Ich werde das Gerät auf jeden Fall weiterhin nutzen. Für gewisse Zwecke eine eigene Webseite hier hosten und so, das glaube ich könnte schon ganz interessant sein. Mein DNS habe ich jetzt hier, ich habe einen Proxy-Server hier. Das ist eine total irre Sache. Du kannst mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, wozu du dein Raspberry Pi so in deinem Netzwerk nutzt. Ob du irgendwelche Services da installiert hast oder ob du vielleicht jetzt in Erwägung ziehst, dasselbige auch zu tun. Schreib das einfach mal unten rein. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung und ich bin jetzt soweit mit diesem Video durch. Wenn es dir gefallen hat, lass mir mal einen Daumen hoch da. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten gibt es gleich zwei weitere Videos auf der linken Seite. Auf der rechten Seite kannst du diesen Kanal oder meinen Musikproduktionskanal Marco Sonic abonnieren. Und wenn du willst, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute und bleib gesund.